Mein Job führt mich an viele Orte. Ich schlafe allein. Ich esse allein. Ich würde gern jemanden kennenlernen, aber das ist schwer, wenn man aus dem Koffer lebt. Mein Name ist Joe. Und damit verdiene ich mein Geld. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Mit mir in der Leitung ist die Kate. Hallo Kate. Hallo Erik. Ja, und das war's auch für heute. Das reicht auch. Denn, klar, hör mal rein. Ja, wir können auch über viele, viele Filme sprechen, die wir gesehen haben. Und Serien gibt's auch. Hatte Kate viel nachgeholt und aufgeholt. Und ja, aber zuerst reden wir wie immer über die Sneak Preview der vergangenen Woche. Da wurde in Stuttgart der Film gezeigt, Wohne lieber ungewöhnlich. Im Französischen C'est quoi cette famille und im Englischen We are family, falls das jemand in der IMDb suchen möchte. Der Film ist von dem Regisseur Gabriel Julien Laferrière, der auch, der auch SMS, diesen einen Film gemacht hat, den hatte ich auch mal gesehen. War auch ganz okay. Und hier in dem Film spielen eigentlich hauptsächlich Kinder die Hauptrolle. Da sind aber auch welche dabei, zum Beispiel vom Namen her Julie Depardieu, wo man könnte sein, warte mal, jetzt gucke ich gleich mal. Ist mir nämlich gerade erst aufgefallen, ist die irgendwie verwandt mit dem Herrn Depardieu? Ich finde es jetzt gerade nicht. Ja, vielleicht finden das die Hörer raus. In dem Film geht es darum, eine Patchwork-Familie, allerdings nicht nur eine, sondern das sind mehrere Patches, die da so aneinander genäht sind, um mal das Bild weiter zu spinnen. Und also quasi die eine Frau, die hatte mal was mit dem einen Mann und hat mit dem ein Kind und der hat aber auch schon Kinder gehabt und die sind dann auseinandergegangen und der hat mit seiner neuen Familie auch wieder zig Kinder. Und letzten Endes ist dann so eine riesengroße Patchwork-Familie, die so 15 Personen umfasst und die Hauptfigur, der junge Mann Bastien, der hat 6 Halbgeschwister und 8 Elternteile und am Anfang wird das alles relativ schnell erklärt, wird aber dann auch gesagt, ja gut, das müsst ihr jetzt nicht alles verstehen, wir verstehen es auch manchmal nicht, wer da zu wem gehört und es ändert sich dann auch teilweise so ein bisschen im Laufe des Films, dann plötzlich finden irgendwelche wieder zusammen oder noch andere finden zusammen, sodass manche dann wieder irgendwie andere Eltern haben oder vielleicht andere Eltern bekommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben es die Kinder, die so alle Altersgruppen und alle Ethnien umfassen, haben es irgendwann mal satt, immer hin und her gereicht zu werden, weil da werden das eine Kinderpärchen mal zu dem einen Eltern gefahren oder von dem anderen Elternteil fürs Wochenende abgeholt, sodass eigentlich ständig in Bewegung ist, dass die gar keine richtige Heimat haben, wo sie richtig sich zu Hause irgendwie fühlen. Sie haben zwar irgendwo ihr Kinderzimmer, aber ja, und sie kommen dann auf die Idee, weil bei dem einen ist die Oma vor nicht allzu langer Zeit gestorben und hat ihre Wohnung hinterlassen. Die steht quasi noch voll möbliert. Wir befinden uns übrigens mitten in Paris. Und die Wohnung steht voll möbliert noch da, die soll verkauft werden. Und da kommen die Kids auf die Idee, dass jeder seinen Eltern sagt, er wäre bei dem anderen Elternteil oder irgendwo anders bei anderen Eltern für die und die Zeit. Und die Kinder wollen alle gemeinsam in diese Wohnung einziehen und wollen sich da quasi selber organisieren. Gesagt, getan. Die Lüge geht auf, die Flunkerei klappt soweit. Da ist auch noch ein ganz kleiner mit dabei, der muss dann immer noch abgeholt werden und da sind auch schon größere dabei, die haben schon ganz andere Interessen. Und irgendwie schaffen sie es, sich da zusammen zu organisieren, den ganzen Haushalt mit Einkaufen, mit allem Pipapo, mit zur Schule gehen, ohne dass das auffällt. Und irgendwann fällt es natürlich auch mal auf und dann kommen sie aber auf die Idee, dass sie sagen, ey, wir ziehen jetzt nicht wieder zurück zu den Eltern, sondern wenn die Eltern was von uns wollen, dann sollen die mal zu uns kommen. Und da soll quasi immer, haben sie so einen Plan ausgearbeitet, sondern gewisse Elternteile eben mal in diese Wohnung ziehen und mit den ganzen Kindern irgendwie eine gewisse Zeit leben. Also mal einen Tag und eine Nacht das eine Elternpärchen und einen Tag und eine Nacht das andere und so weiter und so fort.
das ist eigentlich der Film, was sehr banal klingt, aber es ist ziemlich lustig. Man denkt es am Anfang nicht, aber wir haben doch ganz schön gelacht, ne? Absolut. Fand den wirklich, wirklich total charmant. Also allein die Idee, die dahinter steckt, ne? Dass diese Kinder, die normalerweise von Eltern zu Eltern gereicht werden, jetzt einfach mal den Spieß umdrehen und sagen, ey, wir ziehen dreimal die Woche woanders hin. Nö, kommt doch ihr mal zu uns. Und das fand ich echt mal erfrischend. Ich glaube, so einen Film hat man noch nicht in der Art und Weise. Das finde ich gut. Auch die Kids, also die Schauspieler, fand ich total süß. Gerade so quasi der Redelsführer, der hat das ganz charmant gemacht. Und auch der Kleinste von denen, das waren ja 7 Kinder, der war auch irgendwie knuffig mit seinen Bubble Balls in der Badewanne. Der war einfach goldig. Und der hat das echt schön gespielt, muss ich sagen. Hätte ich es nicht gedacht, dass das so charmant auch rüberkommt und so echt. Hat mir gut gefallen. Ich habe übrigens gerade gesehen, Julie Depardieu ist keins von den Kindern gewesen. ist glaube ich, die eine Frau gewesen. Ja, wie du gesagt hattest, ich fand das auch extrem charmant. Der Hauptdarsteller, der junge Mann, der Bastien, ich glaube, von dem werden wir noch einiges sehen im französischen Kino. Schätze ich mal, der hat das schon für sein Alter ziemlich gut gemacht. Und wie heißt der? Telo Assas. Oh Gott, wie spricht sich das aus? Der hat so Punkte über dem I. Oh Gott, wenn es jemand weiß, dann am ehesten du. Ja. Komm da jetzt. Telo Assas. Würde ich es mal aussprechen. Ich fand das auch so ein. Also am Anfang fand ich es total konfus und trotz dass ich halb Franzose bin, mag ich diese überkandidelten französischen Filme überhaupt nicht. Also da gibt's halt einige Beispiele. Früher mit Louis de Funès, da war das noch irgendwie lustig und mittlerweile, ich kann das nicht gucken, wenn welche so in dieser Art versuchen, Film zu machen, heutzutage, wo alle so durcheinander reden. Und das soll irgendwie lustig sein. Damit kann ich nicht so viel anfangen. Und so war es leider hier im Film. Am Anfang dachte ich, habe ich schon das Schlimmste vermutet. Aber der hat dann einfach so viele auch witzige Ideen und Sprüche drin. Und dann ist auch noch so ein bisschen so Laboum die Fete drin, sage ich jetzt mal. weil dann natürlich auch so gewisse Personen sich dann auch vielleicht verlieben oder die anderen sind halt schon ein bisschen weiter in ihrer Entwicklung. Die haben schon eine Freundin und bei manchen fängt es erst an. Und das fand ich auch ziemlich cool dargestellt. Da war irgendwie alles drin und auch die Eltern war halt so typisch französisch auch. Ne? Also man nimmt halt da kein Blatt vor den Mund bei den Gesprächen und auch so halt, ne? Ich meine, das ist eh so ein Patchwork-Ding, da macht irgendwie jeder mit jedem rum. Sind auch einige, die dann zusammenkommen und ja, gerade auch die eine ältere Frau, die dann den Nachbarn irgendwie überzeugen möchte. Ja, also ich fand das wirklich ganz süß. Auch die Eltern waren alle so unterschiedlich. Also da war von dem gestandenen Mann bis zur Esoterik-Tante war echt alles dabei. Fand ich sehr lustig. War auch so ein Nerd dabei, der immer nur vor seinem Computer sitzt und quasi über FaceTime irgendwie mit seinen Kindern nur kommuniziert und dann kommen sie auf eine Idee, wie sie den da mal herholen. Da waren echt viele witzige Ideen drin. Hätte ich nicht gedacht am Anfang. Ich dachte, oh nee, so ein Film, der so einen Fokus auf die Kinder legt. Ey, oh. Dachte ich, oh Gott. gerade so Kinderdarsteller ist immer sehr problematisch, finde ich. Also gibt es gute und schlechte Beispiele. Und das war mal eins der besseren, weil die Clique, die hat auch gut funktioniert miteinander. Ja, also sehr empfehlenswerter Sneak-Film auch, trotz dass irgendwie keiner so richtig getippt hatte. Ich weiß auch nicht, was das mit dem Verkauf, der Tipp, war wahrscheinlich wegen der Wohnung oder so, vielleicht, aber die Tipps, ja, ich glaube. Die Tipps, die sind mir in letzter Zeit so weit weg irgendwie. Ja, da merkt man halt, dass jemand anders jetzt macht. Die Tipps werden ja jetzt von jemand anders gemacht in der Kinoleitung und das merkt man schon. Der muss noch ein bisschen üben. Ja, na, vielleicht ist es auch ganz gut. Also dann, ich war ja früher gewöhnt, dass es überhaupt keine Tipps gab in der Sneak. Das war eigentlich dann so ein richtige Sneak-Preview. Weil man, ich finde das Rumrätseln schon schön. Gar nicht wusste. Ja, Rumrätsel haben wir auch. Wir sind sogar oft auf die richtigen Titel gekommen, weil wir wussten, was in anderen Sneaks so gelaufen ist. Ja. Okay. Ja. Tja, nee, wohne lieber ungewöhnlich.
oder We Are Family oder wie ist der französisch, C'est quoi cette famille? Empfehlenswerter Film, hat irgendwie noch gefühlt noch keiner so richtig in der Sneak gehabt. Startet am 17. Mai in Deutschland. Bei Mai erst. Ja, bei Movie Pilot hat überhaupt noch keiner irgendwas drunter geschrieben, irgendwie eine Kritik. Also wir scheinen so ziemlich die ersten gewesen zu sein, die den in der Sneak Preview hatten. Und ich drück mal allen, die so immer in die Sneaks gehen, die Daumen, weil das ist mal einer, der doch mal etwas besser ist. Wenn man sich drauf einlässt natürlich, dann kann man viel Spaß haben. Ja. Okay, das zu unserem... Achso, ich hatte 7 Punkte, du hattest... 7 Punkte. Und Chris, wollen wir auch nicht unvergessen lassen. Der hatte 6 Punkte. Ja. Und kommen wir doch gleich mal zu den Sneak-Tipps für die... Für heute quasi, weil wir nehmen ja heute, heißt ja Ostermontag. Sonst nehmen wir mal Sonntag auf, haben wir gedacht, ach komm, was soll's, wir haben frei. Wie sehen die Sneak-Tipps? Also der Tipp der Kinoleitung lautet, ich wurde entführt. Passt natürlich wieder zu mehreren Filmen, denn getippt wurde unter anderem Gringo. Und von dir, Erik, kamen noch 2 Tipps rein. A Beautiful Day. Mit Joaquin Phoenix rettet als Auftragskiller ein junges Mädchen aus der Gewalt eines pädophilen Rings. Klingt auch gut nach dem Tipp. Und 7 Tage in Entebbe. Entführungsdrama mit Rosamunde Pieck und Daniel Brühl über 106 Geiseln, die 1976 in Entebbe, Uganda, gefangen gehalten wurden. Ja, also ja, Gringo habe ich... Gringo habe ich ja auch schon ein paar Mal getippt gehabt. Diesmal ist der Felix zuvor gekommen. Da fällt, glaube ich, in dem einen Trailer sogar mal der Satz, wo der dann anruft und sagt, hier, er wurde entführt irgendwie. Könnte sein. Passen alle 3 Tipps und ich finde auch alle 3 Tipps ziemlich cool. Also ich würde mich über jeden Film freuen. Ja, wenn ich die Wahl hätte, würde ich den mit Joaquin Phoenix nehmen, weil der... Beautiful Day. Genau, weil ich glaube, der hat am... Ja, der hat am wenigsten irgendwie, wird er vielleicht im Kino irgendwo auftauchen, großartig. Und der soll ziemlich gut sein. Also er lief auf ein paar Festivals und wenn man sich den Trailer anguckt, der haut schon mal richtig rein. Quasi so eine Art moderne Version von Taxi Driver, wo er dann halt feststellt, dass da ein junges Mädchen da in diesem pädophilen Ring da gefangen ist, in diesem Haus, wo irgendwelche Reichen sich dann an den jungen Mädchen da vergehen und so. Und er holt die dann raus. Also würde ich gern sehen. Sieht ziemlich gut aus. Gut gespielt. Ja, den Film mit Rosamund Pike und Daniel Brühl, der sieht auch ganz interessant aus. Vielleicht auch so geschichtlicher Hinsicht da nach einer wahren Begebenheit. Und Gringo, ich glaube, das ist eher so ein, ja, ein bisschen was Spaßigeres. Ist vielleicht auch mal nicht schlecht. Ja, so viel zu den Sneak-Tipps der vergangenen Woche. Und ich habe noch einen Film geschaut gehabt jetzt, nämlich The Florida Project. Oder im Deutschen heißt er nur Florida Project. Da haben sie uns das TH gespart beim deutschen Titel. Das ist ja ein Film, den ich eigentlich sehen wollte, schon vor den Oscars. Den hatte ich mir ein paar Mal gewünscht, dass der Mann das nie kommt. Kam leider nicht. Und in dem Film geht es auch, ähnlich wie in dem Sneak-Film, den wir hatten, geht es auch um ein paar Kinder, die in einem Motel wohnen in der Nähe von Disneyland in Florida. Und die Kinder, die spielen halt überall, die nutzen halt die Umgebung, gehen halt raus, gibt es halt irgendwelche verfallenen Häuser, die mal irgendjemand gebaut hat, ein Investor, wo dann aber keiner eingezogen ist. Und die Mutter von dem einen Mädchen, die schlägt sich so durch mit so Gelegenheitsjobs und in diesem Motel, wo sie wohnen, da bezahlt sie auch immer nur so quasi von Woche zu Woche. Der Hotelleiter ist William Dafoe und der hat so ein, ja, der hat so ein bisschen so einen Überblick auch, wer da bei ihm wohnt und er sieht halt auch, er hat halt selten mal wirklich Touristen, die ins Disneyland wollen, aber sie sind quasi vor den Toren dieser glanzvollen Mickey-Maus-Welt, aber in Wirklichkeit sieht es bei denen halt im Hotel ganz anders aus, weil das sind halt wirklich so, man würde fast sagen, so White Trash
die sich da irgendwie so durchschlagen von Woche zu Woche mit Gelegenheitsjobs, und die Mutter ja ist dann mal so irgendwie Tänzerin in so einem Club, wo sie dann auch irgendwie so unmoralische Angebote bekommt, und manchmal nimmt sie die auch vielleicht sogar an, um dann ein bisschen zu Geld zu kommen. Und ihr Kind ist, wie gesagt, mehr oder weniger auf sich allein gestellt, verbringt seine Zeit auch mit anderen Kindern, wo die Eltern so ähnliche Schicksale haben, wo halt die Eltern irgendwie den ganzen Tag irgendwie unterwegs sind, versuchen irgendwie ein bisschen Geld zu machen. Und das Ganze spielt auch in Kissimmee, und ich war zufällig sogar schon mal in Kissimmee, als wir damals Roadtrip gemacht haben durch Florida. Und da waren wir einen Tag in Cape Canaveral und sind dann rübergefahren, nicht ins Disneyland, aber direkt neben Disneyland sind die Universal Studios in Florida. Und das ist ja für mich ein bisschen mehr interessant. Und da haben wir quasi am Ende wir haben Cape Canaveral an dem einen Tag angeschaut, sind dann rübergefahren und wollten dann irgendwo übernachten, damit wir dann am nächsten Tag ins Universal Studios rein konnten. Und da haben wir in Kissimmee übernachtet. Das ist so eine ehemalige Indianerstadt. Das merkt man auch so an dem Namen. Kissimmee klingt so ein bisschen indianisch. Dort ist auch Glücksspiel erlaubt. Und das zieht ja meistens immer die dubiosesten Gestalten auch an, wenn da irgendwo so Glücksspiel ist. Und da ist halt auch alles irgendwie vertreten. Da sind welche, die haben wirklich irgendwie alles verloren, und manche, die setzen da ihre ganzen Hoffnungen noch in irgendwas. Und dann ist halt auch die Kriminalitätsrate ziemlich hoch. Das ist halt in den USA meistens da, wo Glücksspiel auch erlaubt ist. Da im Umfeld treiben sich natürlich zwielichtige Gestalten rum. Hat man in Las Vegas, ist immer sehr viel, wenn man am Abseits vom Strip ist, und hier halt auch in Kissimmee. Und ja, ganz, ganz seltsame Ecke, wo wir da übernachtet hatten. Und deswegen hat mich der Film auch so interessiert. Also da fängt natürlich Florida an sich mal so die Welt hinter diesem glänzenden Schein, diese Mickey-Maus-Welt, da dieses aufgebaute, ja, wir sind alle glücklich und sind hier Riesenmagnet für Familien aus der ganzen Republik und aus der ganzen Welt teilweise, weil wir sind ja auch dahin gefahren. Und quasi so ein Steinwurf entfernt finden dann quasi solche Schicksale statt, mit Menschen, die sich wirklich von einer Woche zur nächsten irgendwie versuchen durchzuschlagen, zu sehen, dass sie für ihre Kinder was zu essen auf den Tisch bekommen, oder manchmal gibt es halt da nichts weiter, und manchmal, wenn sie mal ein bisschen Geld haben, dann lassen sie es doch mal krachen und dann haben sie wieder nichts mehr. Und das ist hier in diesem Film ziemlich gut eingefangen, ist auch vom Dreh her sehr, sehr gut gemacht, also der Sean Baker, der das gedreht hat. Es ist allerdings jetzt kein Film des großen Dramas oder der großen Dynamik. Es ist halt ja eigentlich durchgehend so auf einem ähnlichen Level, und das Ende hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich auch gelesen, dass er dann auch gewechselt hat, weil er kommt ursprünglich so ein bisschen aus dem Guerilla-Film-Business, der Regisseur. Also einfach mal irgendwo drehen, wo es eigentlich gar nicht erlaubt ist, und deswegen haben sie den Schluss des Films dann mit einem iPhone gedreht und dann auch in Disneyland drin, wo sie eigentlich gar nicht rein durften, haben sie überhaupt keine Erlaubnis dazu. Das fand ich auch ziemlich geil. Ich habe jetzt nicht gesagt, was da passiert, aber nur so die Technik, die dahinter steckt, und hat mir ziemlich gut gefallen. Allerdings kann ich durchaus verstehen, wenn jetzt jemand da zum einen jetzt nicht so unbedingt mit Kindern was anfangen kann, oder der jetzt mit Florida nichts anfangen kann, für den ist der Film nichts. Also da muss man sich schon mal ein bisschen drauf einlassen können auf den Film, weil der wirklich sehr, sehr ruhig ist. Das ist jetzt nicht ein Riesenkracher. Also für mich so 8 Punkte. Oh, ist aber ordentlich. Würde mich auch interessieren, muss ich sagen. Fand ich gut, ja. Florida Project. Kam leider nicht in der Sneak. Warte mal, jetzt muss ich erstmal hier 8 Punkte geben. So, bei Movie Pilot bin ich gerade drin. Und, ach ja, ich habe ja noch einen geguckt. Stimmt ja. Da ist mir mal ein, wie fange ich jetzt am besten an? Also, es gibt ja so, oder ich mag es, Filme zu entdecken, die jetzt kaum jemand kennt, die vielleicht so richtig gut sind. Und da ist mir mal ein Film aufgefallen, der ist bei uns nur im Heimkino erschienen, der kam gar nicht im Kino. Das muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. Und jetzt lief der mal auf Sky, habe ich gedacht, ich gucke den mal. Hab dann schon am Anfang gesehen, einer der Hauptdarsteller ist auch gleichzeitig Produzent. Was meistens nichts Gutes bedeutet, weil das hat entweder, na gut, es kann Gutes oder Schlechtes bedeuten.
Das kann entweder den Grund haben, dass der Hauptdarsteller sagt, dieser Film, diese Geschichte liegt mir so sehr am Herzen, ich möchte die unbedingt verfilmen und drehen. Oder es ist jemand, der gesagt hat, ah, scheiße, ich habe überhaupt kein Engagement zurzeit. Ich muss mal irgendwas produzieren, irgendwas in die Welt schicken, irgendeinen Film machen, damit ich irgendwie da im Gespräch bleibe, damit ich irgendwas produziert habe. Und so kam es, dass Nicolas Cage einen Film gemacht hat. Ach du gute Güte. Mit sich selbst als Hauptdarsteller natürlich. Der heißt Bangkok Dangerous. Und wie der Titel schon sagt, wird es gefährlich in Bangkok. Das kann man schon erahnen, dass es gefährlich wird in Bangkok. Allerdings fängt der Film an in Prag. Und Prag ist ja nun bekannt für, weiß nicht, High Society, glänzende Bilder, gleißendes Licht. Nein, alles düster und körnig. Und so wird uns der Film erstmal vorgestellt, weil Nicolas Cage ist nämlich ein eiskalter Auftragskiller, der völlig... nahezu regungslos, was ja seinem schauspielerischen Talent auch entspricht, seine Jobs abzieht. Und so sehen wir in der Anfangseinstellung für gefühlt eine Viertelstunde lang, wie er irgendwo durch ein Zielfernrohr guckt auf irgendeine Person, bis er dann endlich mal den Schuss abdrückt, ne? Und muss dann fliehen aus, oh, was ist fliehen? Er hat natürlich seine Flucht da geplant aus Prag, weil der Job ist beendet. Und er hat immer eine lokale Anknüpfungsperson, versucht immer irgend so ein Local da anzuheuern, der ihm dann hilft. Und meistens, oder erfahren wir am Anfang bei dem Typ zumindest in Prag, dann bringt er den halt um, damit keiner mehr irgendwie was davon weiß. Wenn ihn keiner irgendwie da später mal identifizieren kann oder irgendwas. Wenn die Leute das wüssten natürlich, dann würden sie gar nicht mit ihm arbeiten, aber es ist halt nicht so. Na jedenfalls bekommt er dann einen Auftrag und geht nach Bangkok, zieht da ein nettes Haus ein und er soll dort, achso, wir erfahren natürlich auch, er ist so in einer gewissen von Selbstzweifeln umgeben, weil er nämlich da langsam aus sich aussteigen will aus diesem Geschäft und er hat nur noch, oder er will nur noch diese 5 Jobs abziehen in Bangkok und dann soll Schluss sein und was dann kommt, ist völlig überraschend, würde jetzt wie beliebte Webseiten schreiben, keine Ahnung. Nee. Man kann sich natürlich denken, was dann passiert, ne? Also nur noch diese 5 Jobs und dann soll Schluss sein. Und jedenfalls findet er auch dort so ein Local, den er da engagiert. Und ja, er bringt irgendwie einige böse Leute um und dieser Typ, der ihm da hilft. Der sagt dann auch, als irgendwann mal was im Fernsehen kommt, weil es die ganze Zeit kommt gar nichts, dann kommt mir da einmal was im Fernsehen und sagt, oh, das ist ein guter Mann. Er hat immer gesagt, wenn er irgendwie Fotos gesehen hat von Nicolas Cage, hier, wo da irgendwie jemand drauf war, der das nächste Opfer sein sollte, hat er gesagt, das ist ein böser Mensch, das ist gut, dass du den umbringst. Ne? Und dann kommt mal im Fernsehen irgend so ein Politiker und sagt, das ist ein guter Mensch, der hilft allen. Und rate mal, wer das 5. Opfer sein soll. Das letzte Opfer. Also, der Film ist echt nicht so gut. Das habe ich mir dann auch schon gesagt. Er ist aber irgendwie ganz nett gedreht, weil er ist dann halt auch so viel on location gedreht in Bangkok und so. Da haben sie halt wirklich irgendwie wenig Effekte verwendet. Großartig. Die haben halt wirklich dann viel irgendwie draußen gedreht, weil es da wahrscheinlich auch billig ist. Also ich meine, in Prag oder Bangkok oder Thailand, da kannst du wahrscheinlich günstig drehen. Wenn du dasselbe irgendwie in New York gemacht hättest oder so, wäre das schon ein bisschen anders. Ansonsten ist die Story halt irgendwie so ein bisschen wie Leon der Profi, weil der bildet dann seinen Helfer auch noch so aus in seinen Tötungskünsten und da gibt es dann so Montagen, da sieht man dann so, was weiß ich, am Anfang fängt er an, da kann er gar nichts und dann kann er ein bisschen mehr und so. ach, wo soll ich anfangen? Nee, der Film ist wirklich nicht so gut, aber ja, du sagst es so nett, so ganz, so gut. ganz schlecht ist er jetzt auch nicht so. Aber ich habe ja mal ein Foto gepostet bei uns auf der Kinocast Facebook-Seite mit so einem Bild mit so einem Screenshot aus dem Film. Wer das sehen möchte, kann da gern mal Fan werden von Kinocast auf Facebook. Da kann das mal sehen, was ich da zusammen montiert habe, um mal den Film in seiner Essenz zusammenzufassen. Ja,
Also dafür, das ist halt on location gedreht und hat halt so ein bisschen was von schlechteste Filme aller Zeiten. Deswegen kann man sich da ein bisschen kaputt lachen über manche Szenen. Und das Ende hat mich ein bisschen, also leicht überrascht. Es war halt nicht irgendwie unerwartet, so in der Form. Deswegen nicht ganz schlecht. Ich gebe mal 2 Punkte. Oh, läuft auf Sky Punkte, noch. Bist aber gnädig. Läuft auf Sky noch, könnt ihr mal gucken. Auf IMDb hat er sogar 5,4 von 10, sehe ich hier. Oh, warte mal, Director. Oh, das ist sogar wahrscheinlich von Thailändern gedreht, weil Director ist Danny Pang. Ach nee, aus Hongkong, China. Okay. Der hat jede Menge so irgendwelche Actionfilme gedreht. Ach, was weiß ich. Wer nichts Besseres vorhat, kann den mal gucken und sich ein bisschen drüber lustig machen. Okay, dann sind wir eigentlich bei dem Thema Filme durch und dann gucken wir mal, was im Kino anläuft. Kinocharts und Neustarts. So, da läuft nämlich einiges an. Da läuft an. Der neue Steven Spielberg-Film, am 5.4. läuft er an. Steven Spielberg, Ready Player One. Der hat nämlich die sogenannte Nerd-Bibel verfilmt über einen gigantischen Videospielwettbewerb, den einige tot ernst nehmen. Das Buch ist schon sehr, sehr bekannt. Da kenne ich viele, die das gelesen haben und das gut finden. Ich selbst habe es noch nicht gelesen, aber Steven Spielberg ist immer eine Kinokarte wert. Dann läuft noch an das Zeiträtsel. Ich glaube, der englische Titel war A Wrinkle of Time und das war dieser Film, in dem bei der Oscar-Verleihung jetzt die Leute drin saßen in der Preview, wo die Schauspieler dann alle mal rübergegangen sind ins Kino, um sich bei ihren Gästen zu bedanken. Ich habe gehört, er soll nicht gut sein. Mit Oprah Winfrey und Reese Witherspoon. Ja, der wurde schon ziemlich zerlegt. Okay, naja. Ghostland läuft noch an. Über 3 Frauen, die nach 16 Jahren in ein Haus zurückkehren, in dem sie eine Schreckensnacht erlebten. Dann dieser getippte Gringo läuft an, eine schwarze Komödie über einen amerikanischen Geschäftsmann, der unfreiwillig in die Drogengeschäfte der mexikanischen Kartelle hineingezogen wird, mit David Oyelowo. Oyelowo, ja, genau, Charlize Theron und Joel Edgerton. Dann läuft noch an Transit, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Anna Segers um einen deutschen Flüchtling, der in Marseille die Identität eines verstorbenen Autors annimmt. Filmstars Don't Die in Liverpool läuft auch an. Den hatten wir in der Sneak schon gesehen und kann ich jetzt nicht guten Gewissens empfehlen. Du auch nicht, glaube ich. Nein. Dann läuft noch ein italienischer Film an, Pio. Da geht es um den 14-jährigen Pio, das jüngste Mitglied eines Roma-Clans, der nach der Verhaftung seines Vaters die Führung über den Clan übernimmt. Was haben wir noch? Nobody's Watching. Drama über einen berühmten argentinischen Schauspieler, der nach New York zieht, um dort seine Karriere voranzubringen und stattdessen von null anfangen muss. Okay. Das waren die Neustarts. Ich glaube, das wird alles sowieso ein bisschen überschattet von Ready Player One, glaube ich. Und von Gringo und The Wrinkle of Time. Oder In Time? Wrinkle in Time? Mal schauen, wie es in den Stuttgarter Kinocharts aussieht. Da ist auf Platz 10, Verpiss dich, Schneewittchen. Platz 9, Die Stiesen Paris, eine Familie auf Abwägen. Platz 8 ist Black Panther. Platz 7, Unsere Erde, Teil 2. Platz 6, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Da glaube ich, der wird noch ein bisschen höher gehen, weil jetzt gerade Ferien sind. Ebenso wie Platz 5, 5 Freunde und das Tal der Dinosaurier. Platz 4, Midnight Sun, alles für dich. Diese Romanze mit Patrick Schwarzenegger. Dann Platz 3, Tomb Raider. Die Neuverfilmung. Peter Hase, Platz 2. Jetzt wo Ostern war. Platz 1, Pacific Rim Uprising. Da muss ich mal gucken, ob ich das mal ins Kino schaffe. Weil es sieht bestimmt geil aus im Kino. Also meine Schwester hat ihn jetzt gesehen. Und ihr Mann, den gesehen, die fand ihn ziemlich fett. Ja. Der war ziemlich ordentlich. Der erste hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Vor allem Charlie Day aus It's Always Sunny in Philadelphia, der da diesen verrückten Wissenschaftler spielt. Da. Ist das so ein Fanboy von der Serie? Ja. Nimmst alles mit, wo die mitspielen, oder? Klar, na, so viel ist es ja nicht. So viel ist es ja nicht, aber
Das kann man durchaus, geile Serie. Ich würde ihn aber gerne im Original sehen. Vielleicht läuft er da im Corso oder so. Oder mal hier im Innenstadtkinos in OV im Montag. Ja. Okay, das waren die Charts. Und jetzt geht's weiter mit dem Fernsehen. Serien. Beziehungsweise Streaming, Netflix, Computer, Tablet, was auch immer. Ich habe ein paar Serien für euch geguckt und zwar genau genommen habe ich mir die zweiten Staffeln von ziemlich coolen Serien angeschaut, zumindest mal angefangen zu schauen, um euch einen Überblick zu geben, was sich lohnt und was nicht so. Was ich mir schon komplett reingezogen habe, ist die zweite Staffel von Santa Clarita Diet. Da habe ich die erste Staffel ja schon so gefeiert. Es geht um eine Frau, die morgens aufwacht und tot ist, aber noch irgendwie lebt. Also ein bisschen, ja, verrückt. Hauptdarstellerin ist Drew Barrymore und sie versucht klarzukommen, wie das funktioniert und so. Das sehen wir alles in Staffel 1. In Staffel 2 geht es jetzt schon eher darum, wie das passiert ist und gibt es vielleicht noch andere? Was war der Auslöser? Und wie kann man verhindern, dass es anderen auch noch passiert? Und das alles in einer sehr lustigen und charmanten Art und Weise und macht wieder richtig Spaß zu gucken. Die erste Staffel war schon gefühlt zack vorbei. Die zweite geht noch viel schneller. Die ist rasant erzählt mit ihren 20-minütigen Folgen. Aber macht wirklich Spaß zu gucken. Kann ich absolut empfehlen. Wo ich noch reingeschaut habe, ist in die erste Folge der zweiten Staffel von Eine Reihe betrüblicher Ereignisse, also die Lemony Snicket-Serie mit unserem Barney Stinson quasi. Am Ende der ersten Staffel hatten wir, dass die Geschwister Baudelaire in eine Schule gekommen sind, weil die ganzen Vormunde ja nicht tauglich waren. Sie sind jetzt in dieser Schule angekommen und müssen sich dem Alltag stellen und auch diese Schule hat irgendwie eine Macke, alle nicht ganz normal dort, müssen in so einer kleinen Hütte wohnen, weil sie ja keinen Vormund haben, die für ihn bezahlen. Deswegen kommen die in die kleine Hütte und nicht ins Wohnheim. Und ja, das ist alles ein bisschen, wie auch schon in der ersten Staffel, alles sehr kurios und sehr bunt und sehr verrückt. Und natürlich ist auch wieder Neil Patrick Harris dabei, der sich reinschleicht und an das Erbe der Baudelaire-Kinder möchte. Sie kommen auch immer näher an die Sache ran mit dieser Geheimorganisation, wo ihre Eltern wahrscheinlich involviert waren. Es geht also quasi Schlag auf Schlag direkt weiter wie in der ersten Staffel. Und zum Schluss habe ich noch für euch die erste Folge der zweiten Staffel von Jessica Jones gesehen. Hier sind wir überhaupt nicht bunt dabei, denn wie wir wissen, hat Jessica Jones in der ersten Staffel ihren Widersacher Kilgrave zur Strecke gebracht und jetzt geht es darum, wie kommt sie mit dieser ganzen Aufmerksamkeit und mit diesem ganzen, was da passiert ist, so auch mental und psychisch klar. Sie hat sich quasi einen Helfershelfer geholt für ihre Detektei, den sie auch so ein bisschen ausbildet und der auch ein bisschen dafür sorgt, dass sie morgens zu ihren Terminen erscheint und sie ist sehr dem Alkohol verfallen, um das Ganze zu verarbeiten. Und jetzt in der ersten Folge trifft sie auch jemanden, dem sie erst nicht glaubt, weil er wie ein verrückter und durchgeknallter Typ erscheint, wo dann aber rauskommt, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Und sie geht dann auf die Suche nach den Menschen, die ihr das damals nach dem Autounfall vermutlich angetan haben, dass sie jetzt so ist, wie sie ist, mit diesen Superkräften. Sie will auch keine Superheldin sein. Wenn Leute auf der Straße erkennen sie und ging ja alles nicht ohne Medien von dannen in der letzten Staffel, was da passiert ist am Ende. Also man kennt sie jetzt und jeder weiß, sie hat Kräfte, aber sie will das gar nicht. Sie will nicht, dass das alle wissen. Sie will einfach nur ihr Leben leben und das alles vergessen, was sie aber nicht kann. Das bin ich jetzt sehr gespannt, wie es in der zweiten Staffel weitergeht mit der zweiten Folge. Ich würde gerne wissen, was mehr dahinter steckt. Das ist so ein bisschen die düstere Seite der Marvel-Geschichte und das finde ich ziemlich cool. Gefällt mir bis jetzt ganz gut. Ich mag Jessica Jones. Die ist einfach so,
so ruppig und so draufgängerisch und ich sag, was ich will und lasst mich doch alle in Ruhe, sonst kriegt der einen auf die Nase und so. Das finde ich einfach mal die andere Seite der Marvel-Welt und das, ja, kann ich empfehlen. Die zweite Staffel startet schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, ich hab, das war's. Ich habe die erste, glaube ich, damals nicht zu Ende geguckt irgendwie. Ich muss da mal, weil ich zu viel einfach zu gucken habe. Hab ich eigentlich schon mal über Mac Mafia gesprochen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja, mir sagt's was. Also ist gut, Mac Mafia. Genauso wie Bad Banks. Bad Banks ist auch gut, das weiß ich noch, da habe ich letzte Woche drüber gesprochen. Das kann man grad, aber immer wieder erwähnen. Gerade noch so im Sinn, ja. Ich gucke gerade hier bei uns in den Aufnahmeplan rein, bei Fortsetzung folgt. Da steht drin, also Bad Banks, darüber sprechen wir auf jeden Fall. Collateral von Netflix und Good Girls. So, mal gucken. Was ich auch, was ja immer wieder mal die Frage war, ob ich endlich mal mit Doctor Who anfange. Der Chris hat mich jetzt endlich dazu gebracht. Ich habe Doctor Who Staffel 5 und Staffel 6 geguckt. Wundert mich ja, dass das hier nicht drinsteht in unserem Aufnahmedokument. Ja, nein, wir haben schon so oft über Doctor Who gesprochen, deswegen wollte ich es jetzt nur mal kurz ankratzen. Wie gesagt, zwei Staffeln Doctor Who mit Matt Smith hat mir sehr gut gefallen. Hat mich doch schon ganz schön angefixt und auch die ganze Geschichte mit Emilia Pond und der River Song und so, das hat mir echt gut gefallen. Also war sehr, sehr cool durchdacht. Ich bin jetzt mal gespannt. Mir fehlt jetzt bei der sechsten Staffel noch die Weihnachtsepisode. Dann bin ich mit 6 durch und dann könnte ich mit 7 anfangen. Aber dann kommt ja, glaube ich, ein anderes Mädchen. Da kommt ja ein anderer Begleiter. Und, ach, ich mag die Emilia. Tja. Ich glaube, da werde ich mich schwer tun. Aber ich werde es probieren. Ach, das ist alles machbar. Ja, angucken. Macht Spaß. Ja. Bin nicht ganz so verrückt nach Dr. Who jetzt wie der Chris, aber es macht schon Spaß zu gucken. Das stimmt schon. Ja. Man muss sehr viel mitdenken. Das ist ganz cool. Okay. Oh, ja. ich sehe gerade hier auf meinem Soundboard sogar dafür was. Games. aber ewig nicht verwendet hier. Ja. Ich wollte nämlich nochmal kurz ein Spiel erwähnen, was ich schon seit längerer Zeit spiele, aber irgendwie gefühlt hat es jetzt so einen richtigen Bass in den Medien und so. Jetzt kam es ja auch gerade beim VfB am Wochenende, weil der Torjubel von einem unserer Spieler da aus diesem Spiel war und so. Und zwar ist es Fortnite. Der Chris und ich, wir haben ja auch, oder der Fabi auch, wir haben ja Players Unknown Battlegrounds gespielt und das ist quasi so ein Battle Royale Spiel, das heißt, man wird irgendwo abgeworfen auf einer Insel, fängt erstmal mit nichts an, das heißt, alle haben irgendwie gleiche Voraussetzungen und dann sammelt man sich irgendwelche Gegenstände, Waffen, irgendwas, Heilungsmittel, irgendwas zusammen, um dann eben ja, die Insel, da wird der Bereich, in dem gekämpft werden kann, wird immer kleiner. Das heißt, da kommt so ein Sturm und man muss dann halt immer quasi, das wird dann halt immer mehr verdichtet, sodass man sich halt nicht mehr irgendwo verstecken kann und warten kann, was passiert, sondern ja, irgendwann ist halt der Bereich so klein, dass man sich auf jeden Fall irgendwo über den Weg läuft und sich bekämpft. Ne? Ja, jedenfalls, Fortnite macht eigentlich genau dasselbe, denke ich auch, so diese Sachen ja kopiert. Oder weiß nicht, was zuerst da war, bin ich jetzt nicht ganz sattelfest. Allerdings mehr so auf eine comichafte Art und Weise, während Players Unknown Battleground ja eher so, ja, so realistische, in Anführungszeichen realistische, aber richtige Menschenfiguren und sowas. Hier ist halt eher so ein bisschen comichaft überzeichnet. Die Landschaft ist extrem cool, die versucht jetzt nicht gerade so dran zu orientieren, dass alles besonders realistisch ist, und sondern es ist halt auch alles, ja, weiß nicht, sieht ein bisschen teilweise auch so wie bei Zelda, irgendwie so die Häuser und sowas. Und man kann auch ein bisschen craften, man kann sich so kleine Wände erschaffen und so. Und ja, da gibt es halt auch, oder es wird zurzeit irgendwie gerade gefühlt von allen gespielt, aber ich habe irgendwie noch von meinem bekannten Freundeskreis, man kann ja da sich mit Facebook verbinden, da spielt es irgendwie keiner. Habe ich jetzt irgendwie noch keinen gesehen. aber weil es jetzt auch gerade in der Presse so war, wollte ich mal erwähnen. Ich spiele das, Fortnite, und wer das auch spielt, kann ja mal einen Kommentar da lassen. Können wir uns mal befreunden. Und ich spiele momentan immer in diesem, ja, wo jeder für sich spielt. Man kann aber auch da in Teams spielen und kann sich dann irgendwo dann verabreden und über Discord oder irgendwas anderes miteinander austauschen, wie man sich da am besten, ja, wappnet gegen den Kampf. Fortnite.
Ja, ist vielleicht auch was für den Chris. Gibt es auch kostenlos? Also die hier kostet nichts, aber taugt was. Das ist das Besondere. Man muss nur diesen Epic Games, ist das so ein Programm da installieren, das ist so wie Steam, und dann kann man loslegen. Man kann den Battle Royale Modus von Fortnite kostenlos spielen. Ich werde es mal mit verlinken. Also wer PC hat, ich glaube, auf den Konsolen gibt es das definitiv auch. Da weiß ich eigentlich nicht, ob das irgendwas kostet oder so. Dann einfach mal vielleicht diejenigen, die so PlayStation und sowas haben, vielleicht können die mal ja irgendwie eine Nachricht da lassen, ob das da auch kostenlos ist. Das weiß ich jetzt nicht. Oder Xbox gibt es ja auch noch. Auf der Switch gibt es das, glaube ich, nicht. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Okay, das zum Thema Games. Und dann gucken wir mal so in den Rest hier rein, was es noch so gibt. Rätselecke. Erstmal die Auflösung. Die gute alte Rätselecke. Na? So, mache ich mal meine E-Mails hier auf. Ich habe eine E-Mail zum letzten Rätsel bekommen. Und zwar schreibt der Thomas, dass er bei mir tippt, dass es der Film Die Schadenfreundinnen war. Und das hat er recht. Das war es tatsächlich. Stimmt. Und bei Erik, bei dir tippt er, das war jetzt auch nicht besonders schwer, auf Dirty Dancing. Yay, richtig. Yay. Ja. Korrekt. Und ich habe mir natürlich auch wieder ein neues Rätsel ausgedacht, beziehungsweise ich habe halt den Text aus einer Filmbeschreibung der letzten Wochen genommen, habe ihn ein wenig umgewandelt, damit keine Namen genannt werden, dann ist es nämlich schwerer. Genau, und da lese ich euch jetzt mal eine Filmbeschreibung vor. Wenn ihr wisst, welcher Film es ist, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an kate@kinocast.net. Ich lege mal los. Moment, hier muss man den Text ändern. So. Schon als Kind hat sie den Waisenjungen das Leben gerettet, als sie ihm ein Medaillon abnahm, das ihn sonst entlarvt hätte. Jahre später haben sich die beiden ineinander verliebt und dann taucht ein grausamer Mann auf und entführt sie. Nur mit einem schlitzohrigen Freibeuter an seiner Seite nimmt er die Verfolgung auf und erkennt, dass es sich nicht um normale Menschen handelt, die sie entführt haben. Oh. Ja. Ich gebe dir nachher auf R mal meinen Tipp ab. Ja. Gut. Okay. Ja gut, ich habe auch noch ein Filmzitat. Weißt du, es ist eigenartig. Da draußen zählte ich zu den ehrlichsten Menschen. Eine ganz ehrliche Haut. Ein Gauner bin ich erst im Gefängnis geworden. So, das kommt mir bekannt vor. Mal gucken, wer das rausbekommt bis nächste Woche. Kommt mir bekannt vor. Ja. Ja, kann durchaus bekannt vorkommen. okay, ich gucke mal rein in das Feedback zur letzten Folge. Da hat der Thomas jede Menge Kommentare geschrieben. Der hat diverse Filme gesehen. Will ich jetzt nicht auf alle drauf eingehen. Wer das lesen möchte, kann das gern mal tun auf kinocast.net. Und ansonsten, so rein fachlich hat man, glaube ich, jetzt keinen Kommentar gehabt zu irgendwelchen Themen, dass irgendjemand sagt, das und das. Nee, ich glaube, wir hatten irgendwie einen Kommentar mal zu einer älteren Folge noch irgendwo. Der ist mir jetzt aber gerade durch die Lappen gegangen. Immer, wenn jemand so ganz alten Folgen kommentiert und das rutscht hier an der Seite raus. Moment, ich muss mich mal kurz einloggen. Nicht, dass ich da jemanden außer Acht lasse. Inzwischen kann ich ja mal auf Amazon schauen, wer die Affiliate-Links auf unserer Seite genutzt hat. Das heißt, wer da irgendwie geklickt hat und was bestellt hat. Hat jemand bestellt eine Blu-ray von Wolf of Wall Street? Vielen Dank dafür. Dann eine WMF-Küchenschere. Was ist das? Philibären. Was ist denn das? Ah, Gummibärchen. Gummibärchen bestellt. Auch nicht schlecht. Justice League, eine Blu-ray. Und Lenore 3-in-1 Pots. Sind das die, wo es in den USA diese unsägliche... Ja, genau. Diese unsägliche Challenge gab, wo sich irgendwelche depperten Jugendlichen da irgendwie die Dinger gegessen haben und dann kam der Schaum zum Mund raus. Ja, deswegen müssen die doch... Deswegen haben die doch jetzt in der Werbung immer so, Achtung, bewahren Sie das außerhalb des Bereichs für Kinder auf oder sowas. Ja, das gibt es aber schon immer, so ein Waschmittel. Ja, aber da gab es so eine Challenge irgendwie. Das ging rum auf Instagram und Snapchat oder sowas. Da haben die quasi gegessen, dann kam der Schaum dann irgendwo zum Mund raus rum. Scheuer, das ist schon heftig. Kloppt.
Was wollte ich? Achso, ich wollte ja nachgucken wegen den alten, älteren Kommentaren oder mal gucken. Ach genau, da hier ist es jetzt mir wieder eingefallen. Der Martin hatte nämlich geschrieben, schöne Grüße nach Halle zu den Light Cinemas. Der hatte nämlich geschrieben, wir hatten irgendwo mal überlegt gehabt, das war bei der Folge 508, bei dem Film Schatz, nimm du sie. Vielleicht kannst du dich erinnern, wo ich den auf Sky oder so geguckt hatte. Ja. Und wir hatten dann überlegt, warum ich nicht in der Sneak war. Was mich wundert, dass ihr in der Sneak wart. Weil der Martin schreibt nämlich, Erik, du warst nicht in der Sneak zu Schatz, nimm du sie, weil da ein Montagsspiel war. Franzi und ich waren an deiner Stelle dabei. Da war er nämlich hier mit der Franzi in Stuttgart. Aber wir haben den gesehen. Ihr habt den gesehen, komisch. Ja. Ich war im Stadion, seltsam. Ja, scheinbar, vielleicht hat, ich weiß nicht. Seltsam, aber das kann man ja vielleicht nochmal nachrecherchieren, welches Spiel das war. Muss auf jeden Fall irgendwie ein Zweitligaspiel gewesen sein, wenn es Montagabend war. Und ja, danke für die Aufklärung, es hilft immer sehr. Ja. Sonst war, glaube ich, nichts von den älteren Folgen. Okay. Jo, dann vielen Dank an alle, die die Affiliate-Links genutzt haben. Wer den KinoCast auch weiterhin unterstützen möchte, kann das gerne tun. Einfach ganz, ganz oben auf Danke für eure Unterstützung klicken. Da findet ihr diverse Möglichkeiten. Wer mich noch mal woanders hören möchte, ich war mal zu Gast bei den Kollegen von rund um den Brustring.de im Podcast. Und ich bin da so ein bisschen Backup, wenn bei denen irgendwelche Leute ausfallen, da gab es irgendwie krankheitsbedingt, gab es da ein bisschen eine Lücke und die wollten gerne eine Folge aufnehmen. Und da habe ich mich sehr gern, habe ich mich sehr gefreut und mich angeboten. Und da bin ich bei der Folge 36 zu hören, nennt sich Länderspielpause statt Europa. Die ist unerwartet lang geworden, geht über 2 Stunden. Oh, wow. Ist jetzt, ja. Natürlich sollte man mit dem VfB vielleicht ein bisschen was anfangen können. Ansonsten, wir haben da auch über alles Mögliche noch gesprochen, wie man sich bei der Zeit denken kann. Weil so viel gibt es über den VfB, wer es erschöpfend beurteilt. Ja, ich verlinke es mal mit. Könnt ihr dort mal reinhören. Ja, du wolltest was sagen? Nee, alles gut. Achso, hast gerade so Luft geholt. Nein, ich habe gelacht. Achso, ja. Da ging es also auch um Nationalmannschaftseinsätze und sonst was. Ja, dann sind wir eigentlich durch für heute, oder? Haben wir noch was vergessen? Wir gehen ja dann heute schon wieder in eine Sneak, sehen uns dann nachher. Ich hoffe mal, dass einer von den Filmen kommt, die wir getippt haben. Dann werden wir nächste Woche drüber reden. Vielen Dank an liebe Hörer fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Kate, fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Immer wieder gern. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im KinoCast.